Total Toast. Like and subscribe. Thank you. Please check out our shop for the official Total Toast merch. Guten Morgen, mein Schatz. Es ist Zeit zum Aufstehen. Guten Morgen, Papa. Heute ist endlich mein erster Tag in der Volksschule. Was ist denn das in deiner Hand? Das ist dein Rucksack für die neue Schule, wo du all deine Sachen aufbewahren wirst. Wow, Papa. Dankeschön. Du weißt doch, dass Blau meine Lieblingsfarbe ist. Dieser Rucksack ist so schön. Das ist gar kein Problem. Vor allem, da heute dein erster Schultag ist. Eine kleine Überraschung habe ich aber noch für dich. Wo ich diese Haarspange gesehen habe, musste ich sie dir einfach kaufen. Danke, Papa. Du bist der Beste. Komm, mein Schatz, jetzt müssen wir uns aber ein bisschen beeilen. Nicht, dass du an deinem ersten Schultag zu spät kommst. Während du dir dann die Zähne putzt, werde ich dir ein Frühstück machen, okay? Ich warte unten auf dich. Warte mal. Ich habe eine noch viel bessere Idee. Mama macht sich auch immer schön für besondere Anlässe. Und heute ist ja ein besonderer Anlass. Ich wollte schon immer so schön sein wie meine Mama. Okay, wie macht Mama das immer? Sie gibt ein bisschen Lidschatten hier und hier. Und dann, ich glaube, der nächste Schritt war, dass Mama einen braunen Rouge genommen hat und ihn dann auf die Backen geschmiert hat. Oh, das ist eine klebrige Konsistenz. Und Concealer und Lippenstift, wo war das denn nochmal? Oh nein, oh nein, oh nein, was habe ich nur getan? Was soll ich nur machen, wenn Mama das herausfindet? Wo steckt sie denn nur? Ihr Frühstück wird kalt. Was war das für ein Geräusch? Katie, was machst du in meinem Schlafzimmer? Das Frühstück wird kalt. Was hast du denn gemacht? Mein Make-up-Tisch. All mein teures Make-up ist einfach dahin, weil du es kaputt gemacht hast. Wie oft habe ich dir gesagt, dass du nicht in mein Schlafzimmer kommen sollst? Aber Mama, ich wollte doch nur so schön sein wie du. Es tut mir so leid. Denkst du wirklich, eine Entschuldigung kann das wieder gut machen? Oh, es ist so viel verlangt, einen ruhigen Morgen zu haben. Was hat dieser ganze Lärm auf sich? Wieso schreist du herum? Deine ungehorsame Tochter hat meinen Make-up-Tisch kaputt gemacht. Sie ist mit ihrem dicken Po auf den Tisch gestiegen und der Tisch ist zusammengebrochen. All mein schönes Make-up. Was soll ich nur tun? Katie schaut so traurig aus. Ich muss sie irgendwie beschützen. Ich weiß, ich habe deinen Make-up-Tisch aus Versehen kaputt gemacht. Was? Das warst du? Und wie hast du das bitte geschafft? Es war eine Fliege auf deinem Tisch und ich wollte sie zerschlagen und dann habe ich halt den Tisch komplett kaputt gemacht. Es tut mir so leid, mein Schatz. Ich werde dir den Tisch ersetzen, okay? Komm her, Katie. Du musst jetzt in die Schule gehen. Oh, Entschuldigung, Katie. Ich wollte dich nicht beschuldigen, aber ich war mir so sicher, dass du und dein dicker Po meinen Tisch kaputt gemacht haben. Hey, Papa, was hat das auf sich? Ah, du kennst doch deine Mama. Irgendwie musste ich sie stoppen, deinen ersten Schultag zu versauen. Aber Katie, bitte versprich mir auch, dass du Mamas Sachen nicht mehr angreifst, okay? Denn wir wollen ja nicht, dass es wieder passiert, okay? Und jetzt das Wichtigste ist natürlich, dass du gut frühstückst, dass du genug Energie für die Schule haben wirst. Also, ich mache dir jetzt dein Lieblingsfrühstück. 2 Spiegeleier und eine ganze Wassermelone. Guten Appetit, mein Schatz. Ich hoffe, es schmeckt dir. Okay, danke schön, Papa. Es tut mir so leid, was heute in der Früh passiert ist. Gar kein Problem. Gibt es sonst noch irgendwas, über das du gerne mit mir sprechen willst? Papa, was soll ich nun machen? Was ist, wenn niemand mit mir befreundet sein will, weil ich so anders bin und so stark bin? Alle werden sich sicher lustig über mich machen. Ach, das ist doch ein Blödsinn. Niemand wird sich lustig über dich machen. Bist du dir da ganz sicher? 100%. Wie kann man dich nicht lieben? Sei einfach du selber. Okay, tschüss, Papa. Wow. Die Schule ist ja wunderschön. Hallo, ich würde mich gerne anmelden. Mein Name ist Katie Kawinski. Hallo, Katie. Lass mich schauen, in welche Klasse du gehen wirst. Kawinski. Ah, ich habe dich gefunden. Du bist in der 1A. Vorne rechts ist deine Klasse. Aber du hast ja noch ein bisschen Zeit, bevor die Stunde anfängt. Du kannst dich ja gerne umschauen. Okay, super. Dankeschön für Ihre Hilfe. Das werde ich dann auch machen. Ich frage mich, wo alle Studenten sind. Da sind sie ja. Wow, alle hier schauen so cool aus und sind so gut angezogen. Ich frage mich, ob ich mich mit ihnen anfreunden kann. Hallo, mein Name ist Katie. Wollen wir Freunde sein? Oh, Lara, sie hat dir den Rucksack nachgemacht. Sie hat genau den gleichen Rucksack. Na, was fällt dir ein? Kennst du die Regeln in dieser Schule nicht? Jeder weiß, dass ich die Königin in dieser Schule bin und niemand darf mir nachmachen. Was klaust du mir auch den Rucksack nach? Willst du jetzt meinen kompletten Style faken? Nein, natürlich
nicht. Ich habe den Rucksack aber von meinem Vater bekommen. Bitte versteh mich. Aber. Boah, du kannst nicht mal reden. Du bist so eine Analphabetin. Solltest du nicht in den Kindergarten gehen? Ich kann sehr wohl reden, wenn du mich einfach mal ausreden lassen würdest. Und zweitens, bitte berühr meinen Rucksack nicht. Den habe ich von meinem Papa geschenkt bekommen. Wenn ihr nicht mit mir befreundet sein wollt, dann könnt ihr es auch normal sagen. Was verstehst du nicht? Ich habe gesagt, du darfst nicht den gleichen Rucksack wie ich zeigen. Gib mir deinen Rucksack her. Oh nein, das war nicht mit Absicht. Das tut mir so leid. Geht es dir gut? Leute, habt ihr gesehen? Die neue Schülerin ist ein Monster. Es tut mir so leid. Das war nicht mit Absicht. Wie kann ich es gut machen? Verschwinde, du Monster. Okay, ich gehe schon, aber es tut mir wirklich leid. Oh je, endlich habe ich meine Klasse gefunden. Ich hätte fast den Unterricht verpasst. Oh nein, die zwei sind auch hier. Hallo, mein Name ist Katie. Oh, Katie ist aber ein schöner Name. Mein Name ist Mandy. Kennt ihr das Sprichwort? Ein Loser gesellt sich gerne zu einem Loser. Lara, der Witz war ja mega. Nicht diese zwei schon wieder. Die denken auch, sie sind die coolsten in dieser Schule. Einfach ignorieren. Das gleiche habe ich mir auch schon gedacht. Ignorieren ist sicher die beste Option. Yo, was geht, Kinder? Und willkommen zum Zeichenunterricht. Guten Morgen, Frau Krabappe. Yo, Mandy, was geht? So, ihr kleinen Ratten, heute werden wir euer Lieblingstier zeichnen. Und falls ihr auch ein Lieblingstier habt, dann schreibt es in den Kommentaren, Toasties. Und falls ihr Hilfe beim Zeichnen braucht, ich bin hier. Was ist wohl mein Lieblingstier? Genau, ein Hund. Mein Lieblingstier ist natürlich ein Toastbrot. Ich werde Kentucky Fried Chicken malen. Das ist mein Lieblingstier. Ist das etwa ein Tier? Naja, egal, ich sollte sie ignorieren. Also, jetzt malen wir die Ohren. Oh je, Katie, was ist denn da passiert? Dein Stift ist ja abgebrochen. Aber gar kein Problem. Schau, du kannst meinen Stift derweil ausborgen. Mir passiert das auch ab und zu. Aber Mandy, dann hast du ja keinen Stift mehr. Ach so, mach dir um mich keine Sorgen. Ich habe immer einen zweiten Stift. Schau. Oh mein Gott, schau dir mal diese Bestie an. Sie hat einfach ein Loch in das Blatt gemacht. Boah, die neue Schülerin ist ja abartig. Oh nein, ich sollte lieber nichts sagen, weil sonst schlägt sie mich wieder wie vorhin. Jo, was geht, Kinder? Der Unterricht ist fertig. Ihr dürft jetzt in die Pause gehen. Wir sehen uns später. Oh, der Unterricht war so langweilig. Endlich Pause. Mandy, sollen wir gemeinsam Mittag essen? Geh du schon mal vor. Ich muss noch was erledigen. Ich kann auch gerne auf dich warten, wenn du willst. Nein, du musst nicht auf mich warten. Wir sehen uns dann im Tonunterricht. Okay, passt dann. Bis später. Yes, endlich Mittagspause. Ich frag mich, wie der Name der neuen Studentin ist. Oh, hey, Kian. Ich wollte fragen, kann ich vielleicht deine Zeichnung haben? Meine Zeichnung? Ja, sicher, hier. Dankeschön, du zeichnest so schön. Was findest du? Also, ich bin nicht so gut im Zeichnen. Naja, tschüss. Oh, Kian ist einfach sowas von nett. Oh. Also, ich bin schon so gespannt, was wir heute im Tonunterricht machen werden. Gleich können wir mit dem Unterricht anfangen. Das sind die fehlenden zwei schon. Heute sind wir schon wieder mit diesen zwei Pfeifen im Unterricht. Ekelhaft. Okay, Kinder, heute springen wir ein bisschen auf den Tamponlin. Okidoki, wer will anfangen? Ich will. Whee! Wow, das schaut ja nach voll viel Spaß aus. Ich wünschte, ich könnte auch. Natürlich kannst du, Dummerchen, du kannst nach mir springen. Okay, genug. Und jetzt sind die nächsten zwei dran. Das hat so viel Spaß gemacht. Katie, jetzt bist du dran mit Trampolin springen. Ich glaube, das ist keine so gute Idee. Was ist, wenn ich zu schwer bin für das Trampolin und es durchbricht? Darf ich einfach nur zuschauen, Herr Lehrer? Ach, mach dir doch keine Sorgen. Auf diesen Trampolin könnte sogar ein Elefant springen und es würde nichts passieren. Herr Lehrer, haben Sie mal Ihre fetten Pobacken gesehen? Die sind größer wie bei einem Elefanten. Was redet die denn da bitte? Ich bin sicher nicht schwerer wie ein Elefant. Okay, dann werde ich mich trauen, Herr Lehrer. Wee, das macht so Spaß. Wee. Oh nein, es ist durchgebrochen. Herr Lehrer, das tut mir so leid. Was sollen wir nur tun? Oh mein Gott, so peinlich. Oh, schade, dass ich nicht mein Handy da hatte. Ich hätte das aufnehmen sollen. Sie hat den Körper eines Mannes. Ihr beide hört jetzt mal auf. Wenn ihr weiter so gemein seid, dann geht es mit euch zur Direktorin. Habt ihr mich verstanden? Das war auch meine Schuld. Nein, es war nicht ihre Schuld, es war meine Schuld. Es tut mir so leid. Die Trampoline sind so alt, deshalb ist es wahrscheinlich kaputt gegangen. Es war echt nicht deine Schuld. Okay, die Stunde ist fertig. Ich muss dringend kacken gehen. Tschüss. Sag mal, Lara, was ist, wenn Katie wirklich ein Mann ist? Stell dir vor.
Ach, nicht traurig sein, Katie. Das hätte doch jedem passieren können. Ich will jetzt alleine sein. Oh, ich wollte doch nur nett sein. So ein blöder Start in den Tag, aber ich weiß ganz genau, was mich aufheitern wird. Und zwar Papas Jause, die er mir eingepackt hat. Heiße Schokolade und Pferdefleisch-Sandwich. Das ist so lecker. Oh, jetzt geht es mir schon viel. Was ist denn das für ein Geräusch? Ich glaube, das Geräusch kommt von hier. Boah, so cool. Lilo und Lara hängen mit älteren Studenten ab. Lass mich doch einfach in Ruhe essen. Das nennst du Essen? Dein Essen stinkt. Und das ist jetzt unser Platz. Kannst du nicht woanders essen? Jetzt heul doch nicht rum. Boah, Jaden, check das mal ab. Er ist so ein Tierquäler. Er isst rohe Fische. Ich esse Tiere nur gekocht. Boah, das ist so ekelhaft. Wer isst schon roh? Ein Fisch. Ich weiß nicht, unter was für einen Stein du lebst, aber das nennt man Sushi. Lalalala, so peinlich, jetzt erfindet er noch Wörter. Du Tierquäler. Sag mal, Kian, bist du so hässlich, dass dein Gesicht komplett bedeckt ist? Ich habe euch gar nichts getan. Könnt ihr mich einfach in Ruhe lassen? Leute, schaut mal. Er hat 2 Holzstifte zum Essen. Er kann sich wohl kein Besteck leisten. Das ist einfach so traurig. Also ganz ehrlich, ihr alle seid so peinlich und ungebildet. Redest du etwa von dir selbst? Was geht denn hier vor sich? Ach, zum Glück hast du noch was zum Essen. Ups, jetzt nicht mehr. Hey, wenn ihr jetzt nicht aufhört, werde ich die Direktorin rufen. Und wie willst du die Direktorin rufen, wenn ich dich nicht lasse? Ich muss dir wohl eine Lektion erteilen. Hey, was soll das? Hört sofort auf mit dem, was ihr macht. Keine Sorge, ich bin da. Ich werde dich beschützen. Warte einfach hier. Was soll das bitte? Was macht ihr? Na, wen haben wir denn da? Als ob du ihm helfen kannst. Und wie willst du ihm bitte helfen? Mit deinem dicken Po? Du kannst doch nur Sachen kaputt machen. Was haben wir denn da für ein kleines Baby? Kindchen, wenn die Großen reden, machen die Kleinen den Mund zu. Und diesen Schläger wirst du nie wieder verwenden. Oh, Giftzweck, geh weg, sonst schlag ich dich. Und auf Wiedersehen. Gewalt ist doch keine Lösung. Was sind denn das für abnormale Kräfte? Siehst du, Mann? Ich bin kein Mann. Das würde doch nur ein Mann sagen. Du bist ein Monster. Kein Mädchen, das ich kenne, ist so stark. Du bist ein Monster. Monster. Was geht denn hier vor sich? Ist alles okay, Katie? Ich habe noch nie so eine muskelige Frau gesehen. Ekelhaft. Könnt ihr bitte aufhören? Ich hol sonst die Direktorin. Habt ihr mich verstanden? Mein Bein ist gebrochen. Ja, bitte hol die Direktorin. Sie muss mich beschützen vor diesem Monster. Ihr seid alle einfach nicht normal. Geht es euch beiden gut? Ja, alles gut, aber... Ignoriert mich nicht. Ich habe den Typen geschubst. Und ich glaube, es war zu stark. Das war nicht meine Absicht. Du bist ein Monster. Schau mal, was er für Schmerzen hat. Was geht denn hier vor sich, Kinder? Wieso seid ihr alle hier versammelt? Und was ist mit ihm passiert? Wer ist schuld daran? Es ist Katies Schuld. Alles nur ihre Schuld. Ja, vom Monster. Sie war es. Hilfe. Katie, ich bin so enttäuscht. Wir gehen zur Direktorin. Hilfe. Also, Katie, ich bin so enttäuscht. Du warst die letzte Person, der ich sowas zugetraut habe. Frau Direktorin, Katie wurde gesehen, wie sie jemanden geschlagen hat. Was, Katie? Stimmt das wirklich? Du hast jemanden geschlagen. Du weißt auch, das geht gegen die Schulregeln. Aber er hat einen anderen Schüler gemobbt und ihn beworfen mit Sushi. Keine Sorge, die anderen Schüler werden auch bestraft. Nichtsdestotrotz ist Gewalt verboten hier an der Schule und du hättest uns rufen sollen. Es tut mir so leid, es kommt nicht mehr vor. Bitte rufen Sie nicht meine Mama an. Ich flehe sie an. Es tut mir so leid, aber laut dem Schulprotokoll muss ich deine Mutter verständigen. Ja, hallo, hier spricht die Direktorin von der Roblox Elite Schule. Wir ersehen Ihre sofortige Ankunft in unserer Schule, da wir gesehen haben, wie Ihre Tochter einen anderen Studenten geschlagen hat. Bis gleich. Sie sollte bald da sein. Oh, was hat sie jetzt schon wieder gemacht? Wehe, sie hat ihre Kräfte verwendet. Sorry, hier bin ich. Was ist passiert? Leider wurde Ihre Tochter gesichtet, wie sie einen oberen Studenten geschubst hat und der hat sich sehr verletzt. Katie, was hast du gemacht? Wir hoffen in Zukunft, dass sowas nicht wieder passiert. Sonst müssen wir zu stärkeren Maßnahmen greifen. Für heute bekommt sie nur eine Verwarnung. Wenn das nochmal passiert, dann wird es nicht nur bei einer Verwarnung bleiben. Vielen Dank, Frau Direktorin. Ich verspreche Ihnen, dass das nie wieder vorkommen wird. Und mit dir habe ich ein Wörtchen daheim. Wir gehen jetzt. Oh.
Katie, habe ich dir nicht gesagt, dass du deine Kräfte nicht verwenden sollst? Mama, es war ein Versehen. Es kommt nicht wieder vor, ich verspreche es. Ich bin einfach so enttäuscht. Ich hätte nie gedacht, dass meine Tochter ein Schulmobber wird, dass wir Konsequenzen haben. Du wartest jetzt hier auf mich. Katie, wo bist du? Ich hab dich doch gewarnt. Ich hab gesagt, wenn das noch einmal passiert, dann werde ich dir eine Lektion erteilen. Komm raus. Mama, was willst du mit der Schere machen? Bitte, es tut mir leid. Du bleibst jetzt gefälligst stehen. Katie, Mama, nein. Mach das bitte nicht. Oh, hallo Toasties. Leider ist meine Tochter gerade beschäftigt und kann nicht die Superfans grüßen. Darum werde ich die Superfans grüßen. Ich, die wunderbarste Mutter der Welt. Ganz liebe Grüße an Lola Motorcars, Joshua, Joysa, Lea, Varune und Nika. Dankeschön für eure Unterstützung. Und Emma, danke für deinen lieben Kommentar. Und die liebe Kimberly schaut sich unsere Videos bis zum Ende sogar an. Und falls ihr auch erwähnt werden wollt am Ende unseres Videos, hinterlasst einfach einen lieben Kommentar, liked, subscribe und mit etwas Glück seid ihr in der nächsten Episode dabei. Wir haben euch lieb, Toasties. Bye! Thank you for watching. Don't forget to like and subscribe.